Wie das einfach mal voll keinen Spaß macht, gegen dich zu spielen. Komm, wir machen jetzt noch ein bisschen miteinander, oder? So freier Motor oder so? Ja, von mir aus. Vor allem am Anfang dachte ich, als würdest du gewinnen, ne? Ja, das dachte ich auch. Deswegen hat es mich am Anfang auch so gefreut. Ah, ich habe einen neuen Schreibtischstuhl. Wusstest du das schon? Hast du mir, glaube ich, schon mal erzählt, aber ich weiß nichts mehr davon. So, jetzt muss ich aber noch einen Kill machen. Zack! Arme, hilflose Frau umgenietet. Ja, also, die KD spricht für sich. Ja, ich habe gewonnen, das ist ja wohl ein ganz klares Ding. Ja, zwar knapp, aber sicher. Auch schon mal freier Modus und ich schwitze wieder überall. Ich muss also mir... Hä, bist du aus dem überall, das ist aber eklig. Ah, ne. Moment, oh, so. Ich glaube, es sieht eingeschissen aus. So. Bildeo an den Arsch, in die Ritze rein. Häkchentür, 77. 77G. Boah, mein Wasser stinkt. Was? Das Wasser, das steht ja irgendwie schon seit ein paar Jahren. Wieso habt ihr Wasser aus Namibia? Warte mal, ich hol mal ganz kurz neues Wasser, ne? Ja, bis gleich. Ja. Alter, Dauer unbegrenzt. Friendly Fire an, automatisch zielen, nicht erlaubt. Erlaubt. Zack, zack. Gamer Tag Anzeige an, aus. Selber, perfekt. Halt, nein, wie geht's wieder weg? Wieder weg. Also, Escape, gut. Dann warten wir noch, bis der Racer zurück ist, der Richard. Und dann mache ich einen Schnitt. Bis gleich. Selbe. Zurück. Der Zimmer. Und dann, hä? Scheiße. Ich bin aus dem Spiel geflogen. Ich bin auf Kicken gegangen. Hups. Danke. Ha, verdient. Nee, also wir gehen jetzt, wir spielen jetzt einfach. Und wenn der uns umbringt. Friendly Fire an heißt, dass wir uns nicht abknallen können, oder? Doch, wir können uns dann abknallen. Scheiße. Gut. Ist doch egal, wir knallen uns nicht ab. Ja, aber der vielleicht. Ja, nee, wenn er mich abknallt, dann fliegt er. Nein, oh, ja, Auto, fahr mich um. Hallo, Hilfe, Hilfe. Ich glaube, ich kann dort nicht beitreten, weil du mich ja gekickt hast, ja. Beitritt zu diesem Spiel nicht möglich. What the fuck, ich versuche dich jetzt mal wieder reinzuziehen. Ja, Rechior, zum Spiel einladen. Geht nicht mal mehr. Scheiße. Ja. Hoppla. Ja gut, toller Fail, dann kurzer Schnitt. Dann bis gleich. Bis gleich. Willkommen zurück. Hallo. Ich hab grad so ein paar Nissan-Fälle. Oh. Ja, ich hab neulich wieder niesen müssen. Bei mir klingt das immer komisch. Ich weiß nicht mehr, welcher Part es war, muss ich mal gucken. GTA 4. Singleplayer, da habe ich mal so genossen, ey, da habe ich mir so den Arsch abgelacht, ohne Scheiß. Das war so geil. Ah ne, auf J war das ja. Was? Ich schreibe denn, dass ich ein Deutscher bin. Ein Allemand. Heißt so. Deutscher Französisch, glaube ich. Ja. Das ist aber das Einzige, was ich kann. tschüss. Dann wusste ich. Ist FF on? FF? Friendly Fire. Oh, ist an? Ich denke schon, hoffe mal. But don't kill. Gut. So. Ja, jedenfalls. Wir hatten ja vorhin so irgendwann mal über GTA 4 Let's Play geredet und so, ne? Ah ja. Und ich habe mir das so überlegt, dass ich jetzt erstmal GTA Let's Play mache, weil ich wollte eigentlich alle Episoden noch Let's Play gehen. Aber das mache ich irgendwann mal später, wenn ich keine Projekte mehr habe, die ich so in Angriff nehmen könnte. Also GTA quasi, oder? Ja, das werde ich irgendwann wieder anfangen, aber erst in ein paar Monaten irgendwann. Ah, es kann auch ewig dauern. Weißt du eigentlich, wie viele Spiele es gibt, die man Let's Playen kann? Yeah, fuck yeah. Ja, klar, aber... Ich habe eigentlich mehr so vor, so Spiele zu Let's Playen wie GTA und FIFA und was gibt's alles so für Open World Spiele? Mafia. Ja, Need for Speed Teile und hast du nicht gesehen? Ja, sowas habe ich auch vor. Die Klassiker halt, die ganzen bekannten Serien. GTA, Need for Speed, Crisis habe ich vor. Crisis 1 irgendwann. GTA 5 auf jeden Fall, sobald es rauskommt, sofort vorm Laden übernachten, kaufen. Ja, ich werde es so machen, dass ich hier möglichst schnell... Wo wollen wir überhaupt hinfahren? Ja. Ich fahr dir nach. Okay. Nee,
Ich bestell's mir sowieso vor, von daher muss ich gar nicht übernachten. Ja, ich bestell's mir auch vor, aber das Problem ist ja, für ein Together müssen sie immer zwei installiert haben. Ja, klar. Aber nicht, dass ihr euch wundert. Oh, fuck. Mal schauen, wenn GTA 5 raus ist, können wir uns da noch überlegen, ob wir zwei vielleicht nochmal ein Together anfangen oder so. Dass GTA 4 quasi abgelöst wird durch GTA 5. Ja. Aber ich muss gucken, nicht dass ihr euch wundert, wenn es bei der Seite, wo ich meine Spiele früher runtergeladen habe, wenn es da GTA 5, sagen wir mal, zwei Tage vor Release gibt, werde ich es mir da ganz bestimmt runterladen, dass ich es als allererstes zocken kann. Also das wäre übelst geil. Aber kaufen werde ich es mir auf jeden Fall auch, das ist überhaupt keine Frage, allein wegen Online-Modus. Und weil ich natürlich Rockstar Games unterstützen will für die großartige Arbeit. Ja, es ist so, ich habe mir bisher jedes GTA gekauft. Vice City, Liberty City Stories, Vice City Stories, GTA 3, San Andreas, GTA 4, alles gekauft. Chinatown Wars, ich habe mir eigentlich alle Teile gekauft. Chinatown Wars? Wofür das? Ja, PSP. Hast du auch? Hatte ich. Ich habe sie kaputt gemacht. Ich habe sie weggeschmissen. Okay. Du kannst dir bestimmt denken, warum. Scheißspiel! Ich glaube, das war sogar wegen Assassin's Creed oder so. Oh, ich muss so furzen, ey. Zum Glück gibt es noch keinen Geruch. TV oder wie das sich nennen würde. Da würden alle an Vergiftung sterben. Ah, ich will mir neuen Monitor holen vielleicht. Und wie groß willst du denn kaufen? Also bei Aldi gibt es da einen so billigen Medion. Aber Grantelbart, also Andreas hat den auch. Der hat gemeint, der ist sehr geil. Kostet 140 Euro, dann verkaufe ich meinen jetzigen für 100, wenn ich ihn loskrieg. Und ja, wie groß ist der? 23. Also meiner jetziger 21,5, aber der, den ich mir dann kaufe, 23 Zoll. Aha, meiner ist 23,6, also rund 24 Zoll. Wie viele Sekunden Reaktionszeit hat er? Also Millisekunden. Also den ich mir kaufen will, warum deiner? Ich weiß schon, meiner auch. Wie viel, was ist, du hast das Samsung Zündmaster, hast du mal gesagt, oder? Nee, du hast Samsung Zündmaster. Mhm. Oder hattest? Nee. Hä, hattest du nicht? Nee, will ich aber. Hätte ich gerne. Asus. Ah, Asus, das war stimmt. Wie groß nochmal? Ah ja, ja, hast gerade eben gesagt, wie groß? Genau. Haben wir überhaupt Polizei an? Mhm, doch. Keine Ahnung, du hast gehaustet. Ah, kann sein. Kein Plan. Nix. Mhm. Ich wollte dich gerade was fragen, aber vor lauter Nervosität habe ich es vergessen. Boah, gerade wollte ich da drüber jumpen, ey. Das wäre leicht in die Hose gegangen. Digga. Hier, komm, wir jumpen mal. Boah, ich brauche irgendwie... Nee. Durch meine scheiß Erkältung, ne? Ah, das geht doch. Komm mit. Sag mal, ein Zentimeter bitte die Größe von deinem Monitor. Boah, weiß ich nicht. Soll ich messen oder was? Ja, nee, es ist normalerweise auch dabei auf so einem Schildchen oder auf der Packung oder so. Weil meistens runden die Zollangaben sowieso auf. Also meiner. Ja, 24 Zoll halt. Ja, meiner hat 58 Zentimeter. Also den ich mir kaufen will. Hat meiner bestimmt irgendwie um die 60, 62, irgendwie sowas. Also es ist unglaublich, wie viel 1 cm Bildschirmdiagonale Unterschied macht. Es klingt nicht viel, aber man merkt es auf jeden Fall deutlich und bei mir leckt es hier gerade ein bisschen. 23 FPS. Also für GTA reicht es, da würden auch noch 20 FPS reichen. Ja, es liegt halt, wenn dann dort so Schild rumspacken oder so. Das ist halt das Problem, an so manchen Stellen, wenn du so lang fährst, da leckt das halt. Ja, wenn zu viele Details sind, dann auch noch die Schatten durch Nachtschatten, alles, ja. Ja. Ist ja eh klar. Nachtschatten macht extrem viel FPS eigentlich, ne? Ja, das ist extrem sehr viel FPS, sagen wir es mal so. Ja, klar, es ist auch viel mehr Neues zum Berechnen. Und der Schatten zieht auch übelst viel. Also der normale Schatten, wenn der auf Mittel ist, ist okay, aber auf Hoch, da zieht der auf meinem alten Rechner zumindest übelst viel. Oder mit der alten Grafikkarte. Was hast du jetzt eigentlich mit der gemacht? Die habe ich noch so als Reserve. Falls deine mal nicht funktioniert. Ach so. Nee, also die habe ich einfach so. Polizist getötet.
Aus Versehen. Ja, aus Versehen drüber gefahren. Hast du Fahndungsstern gekriegt? Nö. Gut, dann sind sie wohl aus, schätze ich mal. Nee, vorne Polizeiautos rum. Hab schon mal eins gesehen? Keine Ahnung. Man kann das einfach nachgucken. Ich hab hier eins. Spielinfo, Option und... Ach, die Polizei ist dann komplett weg, also nicht mal mehr Polizeiautos fahren. Ja, normalerweise schon. Polizei ist dann... Wir könnten ja mal hier irgendwo anders hinfahren. Wohin denn? Zum Beispiel auf der dritte Insel und uns so einen Sultan S holen und damit driften. Ja, können wir, aber es lohnt sich nicht mehr. Ich gehe gleich auf, ich will ins Bett, ich bin müde. SPVDU. Der ist aber nicht meine Freundschaftsliste, oder? Kann das sein? Kann es sein, dass das irgendwie ein Abonnent von mir ist? Das weiß ich mich gerade gar nicht. Muss mal gucken. Wer? SV nochmals. Nee, anscheinend nicht, aber der hat mich halt gerade eingeladen, deswegen wundere ich mich. Ach so. Was ist das für Ghetto-Musik? Classic. Voll aus 90ern, so schwarzer Hip-Hop. Also hier nochmal an der Stelle, gegen Rassismus, nichts gegen Schwarze, Peace. Ich mag Peace Schwarze. And love. Nee, ich finde Schwarze viel cooler als Weiße. Weiße sind voll, bäh. Oder weiße Langweilig. Frauen, vor allem die Käse-Weißen oder die Schneeweißen. Oh nee, Schneewittchen geht überhaupt nicht. Aber so eine richtig geile Schwarze, die sind ja schon geil. Aha, aha. So, ich hol mir jetzt mal hier den Sultan noch schnell. Yo. Yo. Ich könnte dich ja jetzt fragen, auf welche Frauen du stehst, aber dann würde ich dich in die peinliche Verlegenheit bringen, dass du zugeben müsstest, dass du schwul bist und auf gar keine Frauen stehst. Ja, also das wäre ja schon leicht peinlich, ne? Ja, würdest du dich outen auf Deutsch. Vor allem out, Deutsch. German. Ich fahre einfach... Ja? Nein, du zuerst. Ladies first. Eigentlich schade, dass... Ich wollte jetzt nur von GTA reden. Mach du mal, erzähl du mal was. Nee, ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Sag du. Ich finde es schade, dass es so, an manchen Stellen so scheiße programmiert ist. Ja, jetzt erzähl du. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe überhaupt keine Ahnung mehr. Ach so. Ah doch, wahrscheinlich wollte ich sagen, dass ich hier nur dumm in der Gegend rumfahre und einfach nur abchill. Und ich hole mir jetzt mal ein neues Auto. Meinst du, ist langweilig? Mal gucken, ob man Fahndungssterne kriegen kann. Da läuft nämlich ein Bulle, aber ich werde ja nicht ganz lame Auto klauen. Ich werde gleich aufs Ganze gehen und gleich mal 3 Fahndungssterne kassieren. Ja, Scheide. Hast du auch kassieren. Ja, go. Ich glaube, der Kofferraum ist ein bisschen offen, ja. Ja, Polizei ist 100%ig an. Mir ist gerade eins entgegengekommen. Ja, und ich habe 3 Fahndungssterne. Also ja, ist an, Richard. Ja, es soll vorkommen. Ich glaube, in GTA 5 kann man sogar das Dach bei Cabrios wegmachen und den Kofferraum auf und zu. Kann das sein? Naja, das ist im Trailer so gezeigt, aber ja, im Trailer wird so einiges gezeigt, was am Ende gar nicht so ist. Ja, klar, ich weiß. Voll scheiße. Am Ende wird nämlich nicht die Spielfigur gezeigt, die das macht, sondern irgendein Passant, der das macht. Wie zum Beispiel hier, die Passanten, manche stehen an ihren Kofferräumen und da machen da irgendwas, machen sie dann zu. Ja. Na, ich bin ja mal gespannt, inwiefern GTA 5 vielleicht doch eine Verarsche wird. Ha, ich glaube, das wird Hammer. Nee, ich meine jetzt so mit den Flugzeugen, weil in dem Trailer wurde ja nicht gezeigt, dass du in die einsteigen kannst und damit richtig fliegen kannst. Weil momentan fliegen die ja auch rum, aber du kannst damit nicht fliegen, selbst. Ja gut, okay, aber das glaube ich jetzt nicht. Ich meine, wenn die schon die San Andreas... Scheiße, ich hänge hier voll drin. Wenn die ja San Andreas so extra schon so als Vorlage nehmen und da von San Andreas quasi eine Neuauflage machen, dann denke ich schon, dass die da... Muss man aufpassen. Jetzt fliegt einer wieder in New York in irgendein Hochhaus und dann müssen die Flugzeuge wieder rausnehmen. Wie es GTA 4 war. Echt? Naja, was heißt in GTA 4? Da ist doch 2002 so... Ja, die Terroristen, die da ins Empire State Building oder was war da rein. Kennst du. Und deswegen mussten die in den darauffolgenden Spielen alle Flugzeuge, glaube ich, irgendwie rausnehmen. Ja, okay, aber es hätte sich auch nicht wirklich gelohnt, da Flieger reinzubringen. Ich meine, es gibt nur einen Flugplatz und da bist du in 20 Sekunden bist du über die ganze Map geflogen. Es lohnt sich nicht. Naja, aber die wollten ja, glaube ich, erst Flugzeuge reinmachen, soweit ich das weiß. Ja gut, aber GTA ist sowieso, auch ohne Flugzeuge wäre GTA 5 geil, aber das Rumfliegen war in San Andreas halt doch ziemlich geil, also es hat schon heftig viel Spaß gemacht.
So, jetzt mache ich noch einen Stunt kurz vor Ende oder ich probiere es zumindest mal gucken, ob ich da drüber jumpen kann. Nein, natürlich nicht, aber das ist doch auch schon mal was hier, wie ich da drüber gerollt bin. Ganz geplant. Ganz souverän. Ganz souverän drüber gefailt. Aber ich kann noch ein bisschen so Super Stunt machen und Gegenverkehr fahren. Sogar noch direkt Bullen verarschen. Und da links. Übrigens, am 1. August kommt Minecraft 1.3. Ja, ja, ja. Oh, darauf freue ich mich schon. Aber am so Ende, viel ist gut. Das so. Ist genauso wie bei Minecraft 1.2. Man freut sich vorher und dann ist es sowieso langweilig. Das ist kacke. Ne, ich glaube 1.3 wird richtig cool. Da kommen wieder neue Holzformen für Half-Steps und Treppen dazu. Man kann Sandsteintreppen machen, glaube ich. Ja gut, dann gibt es jetzt halt keinen Stunt mehr. Das geht mir eigentlich total am Arsch vorbei, aber ich habe keine Lust mehr. Ich will jetzt ins Bett. Aber also machen wir einen Schnitt. Ja, dann bis zum nächsten Mal, ne? Und mal gucken, wann die nächste Aufnahme-Session wieder ist. Also bis dann, viel Spaß noch. Ciao. Ja, ciao.